Hallo und herzlich willkommen auf Pongblock und heute gibt es den Pongblock Game Talk mit dem lieben Marcel. Marcel? Hallo. Hallo Marcel, willkommen im Studio. Dankeschön, herzlich willkommen liebe Zuschauer, wir sind live auf Sendung jetzt. Ja, live auf Sendung hier und heute geht es um das Spiel Mafia 3. Ja, also ja, Mafia 3. Ihr wisst, lange dauert es nicht mehr. Man kann es ja schon vorbestellen. Und das ist ja schon die erste Sache, auf die wir kommen wollen, und zwar die Pre-Order Edition. Da kriegt man 3 Fahrzeuge, also speziell als Pre-Order, und 3 Waffen. Die 3 Waffen ist jetzt eine Sniper, eine ein altes MG und ich glaube eine Handfeuerwaffe. Das ist das erste Mal, dass es in Mafia Sniper gibt. Das gab es im zweiten nicht. Da hattest du nur so eine Sniper ohne Visier. Ja, ich glaube, so ist die auch. So sieht die zum Beispiel für mich aus. Ach so, ohne Visier. Obwohl, ne, sorry, mit Visier. Mit Visier, okay. Ja, also ich bin ja übelst gehypt auf das Spiel. Ich freue mich extrem drauf. Ist, glaube ich, wie eins meiner, kann man sagen, Hitspiele. Ja. Kommt auf jeden Fall unter meine Top 5 der Spiele dieses Jahres. Wirst du es dir vorbestellen? Ich werde es mir auf jeden Fall vorbestellen. Wegen diesen Waffen und wegen den Fahrzeugen oder einfach, weil du es willst? Ich hätte es mir so oder so vorbestellt. Okay. Auch ohne die... Ich wusste es vielleicht gar nicht. Ich finde es jetzt ein bisschen doof. Also, wenn es ein DLC wäre, dann okay. Wenn du das DLC kostenlos als vorbestellt bekommst. Ja, so kommst du gar nicht an die Waffen dran. Ja, das finde ich auch doof, sowas. Das ist dann auch so jetzt gezwungen, dieses Vorbestellen. Ja, genau. Das ist auch so ein Thema. Ich glaube, da habe ich mich auch schon oft genug drüber geäußert. Da könnten wir sogar mal ein eigenes Video drüber machen. Über dieses ganze DLC. Dieses scheiß DLC-Zeug da. DLC ist der letzte Scheiß. Ja. Und dieses Vorbestellerbonus und sowas. Und dann diese Deluxe-Editions und sowas. Das gab es früher alles gar nicht. Und das war auch gut so, weil sowas braucht man eigentlich nicht. Und wenn ich mir jetzt auch noch die Fahrzeuge anschaue, die sehen nicht ganz langsam aus. Ja, die hauen dann immer die richtig geilen Sachen bei sowas. Ja, genau. Das hat auch, da weiß auch jeder, dass das einfach drin ist, dass die Leute sich das früher holen. Ja. Ja. Ist halt scheiße, aber ich denke, die machen das jetzt nicht so extrem, dass es störend ist. Hoffe ich mal. Ich glaube nicht, dass es so störend ist. Oder vielleicht werden sie es mit einem späteren Update hinzufügen. Also das dass man... Ja, das... Ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass sie das machen werden. Das wäre, finde ich, klüger. Ja, hau raus. Ich wollte nur gerade sagen, wir haben ja schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, das war so, ja. Da haben auch wir sogar jetzt gemacht. Das war vor 8 Monaten mal. Ist das schon her. Krass. Ja, ich hau mal einfach so zur Sicherheit den Link in die Beschreibung rein, für die Leute, die sich das wirklich anschauen möchten. Ja, da hatten wir auch mal ein bisschen... Da Infos schon. Hatten wir da wirklich Infos? Ich weiß das gar nicht, ob wir da wirklich Infos hatten. Oder ob wir hatten, glaube ich, was zur Story oder wir so. Wir hatten einen Trailer und das war's. Apropos Story, da weiß man ja auch schon einiges von der E3. Oh ja. Da spielt man diesen linken Clay, diesen weißen Jungen, der was auch im Vietnamkrieg war, also in Vietnam und gekämpft hat. Der ist doch Spaß. Der kam aus dem Vietnam. Aber du hast gesagt, der ist weiß. Ich hab nämlich gesagt, dass er weiß ist. Er ist ein weißer Junge. Ach so, weißer Junge. Ich dachte mir gerade so, der weiße Junge. Oh mein Gott. So, was weiß er? Oh Gott. Okay, ja. Ja, erzähl bitte weiter. Und er will halt Rache an der italienischen Mafia nehmen und ist halt, also kurz erklärt, er geht eigentlich nur auf eine Zielgruppe, auf die italienische Mafia, holt sich kleinere Bosse, tut sie in seinem Team, weil die haben auch was gegen die. Und da bekämpfen sie gemeinsam die italienische Mafia. Frage ist, ob man jetzt nur linken Clay spielt oder wie auch immer das mit diesen anderen Mitspielern umgesetzt wird, also mit den Bots. Also ich glaube, das ist wie im zweiten Teil, dass die einfach mitlaufen und dir ein bisschen helfen. Das kann natürlich sein. Ich glaube, das ist für Mafia einfach ein bisschen zu aufwendig, das so zu machen wie in GTA 5. Nach diesem Charakterwechsel-Ding. Mhm. Ja. Ja, aber schön. Ich habe ja letztens Mafia 3 Gameplay angeschaut. Da war eine Mission.
ich weiß nicht, um was ging die Mission, der ist da in den Club gegangen. Da gab's, der gibt sogar auch schon wieder auf Steam dieses Bild, auf Steam, wo er in diesem Club ist. Club, kann man das Club nennen? Ich glaube schon. Dann hat er da angefangen rumzuballern, dann kommt er in so eine bekifften Bude rein und dann, boah, das ist geil. Die Waffen sind geil von der Grafik her, es sieht übel geil aus, es sieht so geil aus wie noch nie. Wenn ich mir der Mafia 2 anschaue, sieht es dagegen fast schlecht aus. Und, aber ja? Brutale Grafik ist ja nicht. Das muss man brutal mal sagen. Brutal ist sie nicht, aber ich finde sie super, die Grafik. Sie sieht echt nicht schlecht aus. Ich stelle mir das Spiel so geil vor und wenn es dann noch so richtig schön flüssig läuft, boah. Aber die Systemanforderungen habe ich mir letztens angeschaut, die sind wirklich niedrig. Die sind wirklich low gehalten. Fand ich gar nicht mal so. Hat mich eigentlich überrascht, muss ich sagen. Bei den anderen Spielen ist es sogar auch so, dass die Systemanforderungen ganz schön wenig sind, finde ich jetzt. Bei Watch Dogs 2 haben sie gesagt, so ja, ist nur ein bisschen über Watch Dogs. Und bei Battlefield 1 auch. Oh, Battlefield 1. Gab's da schon was? Ich weiß nicht mehr. Battlefield 1 ist hoch. Ist hoch? Sehr hoch, ja. Ah, das kann schon sein. Es ist so. Ja, okay, ja. Aber es ist Battlefield 1. Also es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, genau. Zu Mafia 3 noch, was ich gesehen habe, es gibt jetzt auch einen Rückspiegel. Frag mich, welchen besonderen Sinn der erfüllt. Missionen? Ja, dass du halt hinter dir die ganze Zeit schauen kannst, weil ich habe gesehen, was halt echt krass ist, sind die Explosionen. Also, das hat man im Gameplay gesehen, da sind diese Autos gefahren. Und dann bei dieser Autofahrt, da hat der auf die Reifen geschossen, dann ist das Auto natürlich nach links oder nach rechts, ist das so weggedriftet, hat sich so überschlagen und dann ist es sofort explodiert. Also in dem Spiel ist die ganze Zeit irgendwelche Autos am explodieren. Die Autos explodieren so schnell, das ist unglaublich. Die fahren einmal gegen den Baum, die explodieren. Und das Blut, also diese Blutpartikel, sehen auch echt aus. Oh ja. Also das kann man schon lassen. Ja. Und auch dieses... Dieses Feuer, wenn es aus der Waffe kommt, hab keinen Namen vergessen. Die sieht auch echt aus, also Battlefield kommt hin. Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch geil, dass man aus dem Auto rausschießen kann, weil das ist ja, das war ein Watch Dogs Scheiße und es war ein Mafia 2 Scheiße. Obwohl Mafia 2 natürlich viel älter ist. Dass man einfach nicht aus diesem verfickten Auto rausschießen konnte. Du saßt da drin, wurdest beballert und konntest nichts machen. Du hättest aussteigen müssen, um rauszuschießen. Deine Bots und so konnten zwar rausschießen, die konnten sich aus dem ganzen Auto lehnen. Die konnten 360 Grad um sich herum alles zusammenschießen. Außer du bist nur der behinderte Scheißfahrer, der nichts schießen darf. Okay. Und das regt auf, finde ich. Aber jetzt ist es ja anders. Jetzt kannst du die Autos die Reifen zuschießen und die explodieren dann instant. Das ist natürlich weitaus besser. Und die Stadt finde ich, sieht auch richtig geil aus. Ich hoffe, dass aber man die ist riesig. Es ist, man hat auch das im Trailer gesehen mit diesem scheiß Krokodil. Wie geil wäre das, wenn du im Spiel irgendwo in die Stadt reinfahren, aus der Stadt rausfahren könntest, wo die ganzen scheiß Alligatoren sind, dann kannst du mit denen so ein bisschen Scheiße machen. Das würde ich einfach geil finden. Wenn du zum Beispiel auch Leute dann irgendwie so, wenn da NPCs rumlaufen, dass du die so ein bisschen anschießen kannst, dass die dann so weglaufen, dann lockst du die genau dahin. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Achso, übrigens hast du die Map von Mafia 3 gesehen? Nein, wie groß die ist. Ist sie groß? Boah, die ist GTA 5. So groß? Wenn ich glaube sogar, ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen größer. Also mit Bezirken abgeteilt, mit riesigen Flüssen dazwischen. Auch das kommt eine spätere Mission. Habe ich gerade im Gameplay gesehen. Boah, das ist nice. Da fährt so ein riesen Transportschiff durch. Also schon heftig groß, die Map. Ja. Das hype mich auch auf dieses Spiel an, weil Mafia 2, die Map, die war recht klein gehalten, aber. Ja. Aber dadurch, dass die Autos so langsam fahren, kam es riesig vor. Aber dass sie jetzt so groß wird, das ist krass. Und ich freue mich so auf dieses Spiel. Übrigens, für alle Leute, die sich das Spiel noch nicht vorbestellt haben, Link in der Videobeschreibung zu einer super Seite, wo es das Spiel für 30 Euro zum Vorbestellen gibt. Oh ja. Ja. Und es funktioniert. Ich habe mir da schon. Was habe ich mir gekauft? Battlefield 4, Battlefield Hardline, FIFA 15. Habe ich alles gekauft, kein Problem. Macht es, vertraut mir da einfach. Es ist wirklich eine super Seite, da könnt ihr euch die Spiele echt günstig holen. Zum Vorbestellen auch Watch Dogs 2 gibt es auch, Battlefield 1, was ihr wollt. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben, falls es da Leute gibt, die sich das noch nicht vorbestellt haben. Nicht bezahlt, ne? Bitte? Mal merken. Es ist nicht bezahlt. Was ist nicht bezahlt? Die Werbung. Achso, ja, natürlich. Schauen Sie mal, die ist nicht bezahlt. Ja, das musst du auf YouTube dauerhaft irgendwie gefühlt sagen.
Wenn da bei deiner reinschreibst, so, ja, ihr macht das nur, weil ihr Geld bekommt, dann möchte ich mal sehen, was wir da für Geld bekommen. 10 Cent. Ja. So, ich würde sagen, das war's bis jetzt zu diesem kleinen Mafia-Talk. Auf unserem Kanal werdet ihr dann, wenn das Spiel draußen ist, eine ganze Let's Play-Reihe von dieser scheißgeilen Story sehen. Dann bestimmt noch Easter Eggs und sowas, weil wir werden uns richtig reinhängen, dass wir da richtig viele geile Videos raushauen. Also, Kanal schon mal abonnieren. Könnt ihr gar nichts falsch machen. Werdet ihr jetzt auch demnächst über die ganzen geilen Ferien super Videos sehen. Wie oft ich jetzt super und geil sage, so, als ob das das irgendwie so ein bisschen hochwerten würde. Total. Ja, genau. Ja. Marcel, irgendwas noch von deiner Seite aus zu sagen? Ja, lasst ein Abo da, schaut bei den anderen News da vorbei von Battlefield 1, von Call of Duty, Mafia, GTA 6. Einfach mal vorbeischauen, Let's Plays anschauen, alles. Ja, gebt euch das alles rein. Das war's von unserer Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr fandet es informativ und anregend, um sich das Spiel zu besorgen. Schaut euch auch mal den Trailer an oder so, oder das Gameplay. Das war's jetzt von Pompenblock. Das war Pompenblock Game Talk mit Luca und Marcel. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Tschüss. Killer.